Hallo liebe Pfeifenfreunde, heute möchte ich euch ein paar Pfeifen von Uwe Jopp vorstellen. Das heißt mit anderen Worten, dass mein Annäherungsversuch an ihn fruchtbar war und ich in Zukunft seine Pfeifen offiziell verkaufen darf. Das freut mich sehr und macht mich auch stolz, denn mir ist sowohl an der Person als auch an dem Pfeifenmacher Uwe Jopp gelegen und ich finde seine Pfeifen sehr schön und das sind Pfeifen, hinter denen ich voll und ganz stehen kann. Und das soll vor allem Programm sein bei mir. Ich zeige euch ein bisschen eine Evolution. Wir sehen zwei frühe Pfeifen von ihm und dann Pfeifen aus der aktuellen Produktion. Also fangen wir mit den frühen Pfeifen eben auch an. Ich habe hier dieses Stück und der Tobias X hat ein zweites gezeigt, eigentlich das erste. Und die kann ich euch dafür heute nicht mehr zeigen, weil sie eben schon außer Haus ist. Ich hänge nachher noch ein Foto dran. Diese Pfeife geht an den nicht aktiven YouTuber Markus, der euch auf diesem Wege schön grüßen lässt, der viel auf YouTube unsere Videos schaut und auf diesem Wege auch aufmerksam geworden ist und gefragt hat, hast du da vielleicht noch eine? Und ja, so kam das. Der Markus voller Vorfreude. Morgen früh geht sie auf den Weg. Ja, man sieht schon, dass das eine frühe Pfeife von Uwe Jopp ist. Das ist keine Frage. Aber ich finde das eben auch interessant, wenn man frühe Stücke von Pfeifenmachern hat und dann eben so eine Evolution verfolgen kann eines Pfeifenmachers. Hier habe ich jetzt noch eine frühe Pfeife. Die ist natürlich ein bisschen später entstanden als die gerade gezeigte. Und wir haben die, glaube ich, schon mal gesehen in der Jopp Mini Parade. Und wir haben uns jetzt zum offiziellen Einstand, Uwe Jopp und ich, darauf geeinigt, dass wir diese Pfeife zu einem wesentlich günstigeren Preis hergeben, als es ursprünglich der Fall war, weil eben eigentlich auch an diesem Stück zu sehen ist, dass das noch eben eine frühere Arbeit von ihm ist. Und ich sag mal, was nicht auf der Höhe der Zeit ist, braucht auch nicht die aktuellen Kurse zu haben. Ich wollte euch diese Pfeife oder ich lege euch diese Pfeife auch auf YouTube speziell erstmal ans Herz. Wer Interesse an der Pfeife hat, sie ist ohne Filter, sie hat hier hinten ausnahmsweise ein Acrylmundstück. Und die lasse ich jetzt mal eine Woche lang auf euch wirken. Wer Interesse hat, soll es mir sagen, mit einer PN mir schreiben. Und die hat, wie gesagt, einen jetzt sehr günstigen Preis. Und falls sich niemand findet, dann stelle ich sie nächste Woche eben auf eBay zu einem günstigen Preis ein. Der wird aber nicht so sein wie der, den ich hier auf YouTube euch anbieten möchte. Dieses Horn von Uwe Jopp, eine Evolutionsstufe weiter als die gerade gezeigte. Gut, und jetzt kommen wir zu den 9 mm Pfeifen aus der aktuellen Produktion. Ich fange an mit dieser hier. Die nenne ich Dual Brandy Band oder Baroque Band. Sie hat einen sehr ausladenden Holm, ist ein rötlich gestrahlter Kopf. Die Farbe, glaube ich, kommt jetzt hier nicht so exakt rüber, wie sie wirklich ist. Eine Applikation hier und einen Topfdeckel aufgesetztes Mundstück. Der Holm glatt geht richtungsweisend in den Kopf über und der Kopf eben ist sandgestrahlt. Als nächstes eine 9 mm schwarz gestrahlte, auch eiartige Pfeife. Ich bin bei der immer wieder in Unsicherheit geraten, ob die einen 9 mm Filter hat oder nicht und habe mich auch jetzt gerade nochmal überzeugt und sie hat einen 9 mm Filter. Und ich denke, dass der tatsächlich sehr gut kaschiert wird durch diesen rechteckigen Holm, der eben hier mehr in die Breite geht, als er hier Höhe hat.
Und das scheint eben sich ganz positiv auf den Gesamteindruck auszuwirken. Also diese Pfeife hier versteckt den 9 mm Filter ja gar nicht, aber darunter die Pfeife da kommt man schon eher ins Grübeln. Ähnlich bei dieser hier ist er auch sehr geschickt versteckt. Die nenne ich Red Asymbol Egg, rotes asymmetrisches Ballei, weil man auch hier beim Kopf nicht wirklich sich entscheiden kann, ist es jetzt nun mehr ein Ball oder mehr ein Ei. Der läuft hier also in einer sehr spitzen Kante zu und diese Linie, die geht dann hier in den Kopf rein. Wir haben hier so eine Art Daumenablage. Und wir haben auf der Rückseite jede Menge Fläche, wo sich die Maserung austoben kann. Also da ist die Fläche wirklich sehr schön durchgezogen auch. Und ein Spiel mit Formen, also hier hinten haben wir auch nochmal so eine Welle dann drin. Und genau, Red Assemble Ball Egg. Red Assemble Egg. Die habe ich mir hier nochmal nachbestellt. Jetzt sind wir bei den Ofi-Pfeifen. Das musste nochmal sein. Sowas wollte ich eigentlich unbedingt sehen. Sehr schöne braun-beige Töne und eine schön geschwungene Band. Sehr schöner Biss. Und auch von oben eben sehr, sehr schön anzuschauen. Und Bogenbohrung. Und dann habe ich ernst gemacht und auch gesagt, ich möchte ein paar gerade Pfeifen von ihm, weil es kann ja nicht angehen, dass er immer nur auf seine Bogenbohrung reduziert wird. Und hier haben wir mal ein schönes Beispiel einer Pencil Shank, eines Kugelschreiberholms oder Bleistiftholms. Und dass der keinen Filter hat. Da, ja, das ist klar, diese Pfeifen wirken natürlich durch die extreme Länge und durch die Filigranität, sind sie dann eben ein Hingucker. Flame Grain. Und dann habe ich eine gerade, sag ich mal, ich nenne die Free Lovett. An sich hauptsächlich, weil sie hier hinten so ein kurzes Mundstück als Abschluss hat. Sie ist sehr schön gemasert. Also die Maserung läuft hier so sternförmig in beide Richtungen aus, endet quasi dann hier vorne an der Kante die Linien. Und hier vorne haben wir dann eben eher Bird's Eyes. Und auf der anderen Seite ist es im Prinzip genauso. Und unten auch schöne Bird's Eyes, also. Und das ist so ein Eierkopf mit dieser Kantenlinie da überzogen. Und die Kanten, die spielen eigentlich auch schön hier und am Kopf entlang. Und auch obenrum in der Wölbung. Und zu guter Letzt eine kleine dreihöckrige Bambuspfeife, sehr leicht, ohne Filter, mit einem ähnlichen Kopf wie bei der gerade gezeigten, mit diesen Linien außen. Sandgestrahltes braunes Köpfchen und ja, eben sehr schöne leichte Pfeife. Genau. Kurz vorgestellt und im Anschluss lieber dann mal ausführlich ein paar Fotos. Danke für eure Aufmerksamkeit und schöne Grüße, euer Bombardonius.